Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, in der letzten Folge sind wir hier angekommen an diesem Wasserfall. Ne? Es war Nacht, es war dunkel, ein bisschen dunkler, wurde langsam hell. Und jetzt ist es doch relativ hell schon. Ich finde das hier eigentlich ganz schick. Das Einzige, was mich noch stört, ich weiß halt nicht, wie wir hier bauen am besten, ne? Weil das wird anders schwierig. Und der Wasserfall. Man müsste wahrscheinlich dann in den Einstellungen ein bisschen runterdrehen. Weil ihr hört ja, ne? Es ist relativ laut, dieser Wasserfall. Aber es hat halt schon was Geiles. Und wir haben halt echt Platz, ne? Hier unten in dieser Höhle ist schon nicht schlecht. Die einzige Frage ist halt... Könnte ich hier eine Werft hinbauen... Und ein Schiff rausmanövrieren. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich... Also rein vom Ding her wäre das machbar. Also hier von der Tiefe her wäre es machbar, aber wie sieht das da vorne aus? Das müssen wir uns jetzt auch nochmal kurz angucken. Also hier wäre das okay, hier wäre das machbar, aber wenn man jetzt hier guckt, ich sehe jetzt hier schon, hier wird es wieder zu flach, Freunde. Das wird nicht hinhauen. Nein, das wird hier nicht hinhauen. Hier komme ich mit einem Schiff niemals durch. Mit einem Floß ja. Aber mit einem Schiff vergesst es. Mit dem Schiff kann ich hier nicht rausmanövrieren. Ohne dass wir stecken bleiben. Und das wäre halt anders scheiße. Ach, schade. Weil das wäre halt schon so eine Ecke gewesen, wo ich eventuell gesagt hätte, kann ich mich mit anfreunden? Gut, wir schauen weiter. Wir fahren nochmal rum. Wir sind ja noch nicht ganz rumgefahren. Wir können noch mal gucken. Hatten wir nicht da auf der anderen Seite auch noch was gesehen irgendwo? Wartet mal. Bevor wir hier rein sind, da war doch auch noch mal sowas Kleines. Aber das war durch dieses, durch den Nebel nicht ganz so erkannt. Schon wieder am Kämpfen hier. Sag mal. Man könnte halt einfach auch sagen, man macht das hier, ne? Ich möchte mir das hier auch nochmal kurz anschauen. Park mal eben hier. Mein das Feuer laufen. Eben mal aus, das Feuer. Gerade eben noch mal hier. Wildkröte, hi, guten Morgen. Da schon wieder mega weit zum Laufen, ne? Nee, Leute, können wir gleich. Nee, das ist nicht. Nein, das ist. Das. Nee, nee. Nee, nee, ist. Ach, Mann, warum? Ich dachte gerade,
das sah gerade ganz anders aus. Sah gerade aus wie ein ganz anderes Tier, ey. Weil ich so den Kopf gesehen hab. Mit diesem grünen Panzer sah es aus wie in den Busch oder so. Oder so ein kleines Vieh aus dem Busch rauskrabbeln. Ich bin damit einfach noch nicht ganz zufrieden. Ich muss noch ein bisschen hier... muss mich jetzt echt umgucken, ne? So, natürlich wieder kein Wind in die Richtung. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es jetzt dann gleich anfängt zu regnen. Das Wetter sieht echt so danach aus. Ich ärgere das gerade so ein bisschen, weil das mit der einen Bucht da vorne hat mir jetzt echt gut gefallen. Aber ja, es ist zu eng. Wir passen da nicht durch. Also von Breite her kommen wir durch, aber halt, ne, der Boden ist zu... das Wasser ist zu wenig an dieser einen Stelle. Da kommt halt das Schiff nicht durch. Ich weiß nicht, vielleicht schafft es das... Moment. Vielleicht schafft es das eine Schiff gerade noch so, aber die anderen Schiffe, also das ganz große schafft es halt dann gar nicht mehr. Ne? Das ist halt... Gut, das könnte man im Endeffekt dann auch hier vorne parken, aber ich müsste es ja dann auch erst wieder raus... Ich müsste ja auch erstmal rausbekommen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann das ja nicht da bauen und dann bekomme ich es nicht mehr raus. Das ist halt einfach... zu eng. Aber wir werden schon noch die perfekte Stelle finden, Freunde. Wir werden die perfekte Stelle schon noch finden, mit der ich mich zufrieden gebe. Ihr hättet wahrscheinlich schon längst jetzt hier irgendwo gebaut, euch dahin gepflanzt und seid so, fertig, aus, kein Bock mehr. Aber ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich will einfach dieses Tüpfelchen haben. Weil bei mir ist halt zum Beispiel, aufgrund von dessen, dass ich halt alleine Atlas spiele, dass ich halt im Singleplayer unterwegs bin, ja, ist das ja einfach was ganz anderes. Ja. Ich kann ja jetzt nicht bauen auf Bau einfach, ja, damit du schnell lossegeln kannst und hier irgendwelche Schätze ausgraben, Dinger kaputt machen. Das ist halt ein bisschen schwieriger schon, weil ich brauche ja da dazu eine Crew, ja. Ich müsste mir dann ja Crew-Members holen, müsste die mir mit denen da Sachen machen, ja, dass ich da überhaupt die leveln und machen und tun, dass ich überhaupt eine Chance habe auf Erfolg. Ja? Weil ich so, weil alleine packe ich das nicht und mit meinem Schwein schon gar nicht. Ja? Also ich müsste natürlich auch Tiere vielleicht mir anschaffen, Löwen und sowas, ja. Das ist halt alles langwierig, das benötigt halt alles Zeit und dann muss ich die leveln und dann könnte ich eventuell Schätze ausgraben, ne. Oder jetzt auch auf hohe See zu fahren, da irgendwie Geisterschiffe da kaputt zu machen. Ich brauche halt für alles ein bisschen länger. Ja? Und leider schon versuchen für den Platz brauche ich halt länger. Aber wir setzen ja eher unsere Atlas-Dinge ein bisschen weiter runter und sagen, hey, wir sind halt eher so, wir sagen, hey, wir bauen jetzt eher, wir machen das eher schick, wir machen das eher entspannt und ne, nach und nach kommt dann der Rest. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt unbedingt den größten Fight meines Lebens erleben möchte, ja. Wir erleben halt hier andere Abenteuer. Wir werden von Meerjungfrauen ins Wasser gezogen. Wir entdecken Strudel, ja, den wir uns auch noch genauer anschauen werden, sobald wir ein Schiff haben. Werden wir mit dem Floß da losfahren nach F6 und ich möchte in diesen Strudel reinfahren. Ich möchte es mir einfach nur angucken. Ich bin neugierig. Seit wir diesen Strudel damals gesehen haben, ja, bevor dieser Crash kam. Ja, möchte ich mir das einfach nochmal angucken. Ich hoffe halt nur, dass da nichts passiert in der Hinsicht dann, dass dann wieder dieser Crash kommt. Muss mal gucken, ob ich es nicht vorher dann schaffe, mir vielleicht irgendwie ein Safe-Game anzulegen oder so. Dass ich das dann vorher nochmal, vorab nochmal sichere, dass wir dann hier wieder weitermachen können.
Folge eigentlich. Genau, müssen wir entweder. Müssen wir jetzt eigentlich fast wieder an dieser Ecke sein, hier wo. Dann da reingeht. Wir schauen jetzt mal uns noch hier die Ecke an. Halten wir hier kurz an. Voll. Gucken wir eben mal hier. Feinchen. Käfer. Hat auch nicht. Wasserfall gesehen. Da war doch ein. Ganz gut. Ich glaube, der war auf der anderen Seite, ne? Hier bei den hier runter und rüber. Ja, direkt. Freunde, ich bin gerade am Überlegen. Das sieht halt auch schon sehr nice aus. Das muss ich schon gestehen. Hier könnte man die Werft hinstellen. Dann könnte man hier bauen. Und es wäre halt nicht so weit. Da oben dann so ein kleines Ding machen. Hafengedöns, Hafen oder sowas. Au! Ah. Hey, wie geht an? Au! Fast den Hacken gebrochen. Guck mal. Und die Killerbienen hier. Auch wieder auf unser Floß zurück. Aber das wäre halt schon. Das wäre jetzt so eine Ecke, wo ich sagen würde, machen wir, Freunde. Und ich glaube, wir machen das auch. Ich glaube, wir werden das machen. Ich glaube, wir werden uns hier
was Kleines aufbauen. Oder? Ich glaube, ich kann gerade noch nicht rennen. Ich glaube, dass das ganz nice werden könnte. Wenn wir hier die Werft hinmachen hier unten, dann machen wir hier oben so einen kleinen Hafen hin, so ein bisschen Ding. Hier so ein Tor durch, wo man hier nach unten läuft und hier ist dann, kommen dann so diese Häuser hin, Stadt, so eine kleine Dings halt, ne? Nach unten hier an dieses Süßwasser. Wäre halt eine Bauherausforderung, weil es halt nicht ganz eben ist, ne? Da ich ja Bauen eh liebe, werde ich das, glaube ich, auch. Ich glaube, das machen wir. Aber du wirst mir jetzt nicht erzählen, dass der Alpha-Affe die hier platt gemacht hat. Also das ist ja schon krass, ne? Wenn der Alpha-Affe jetzt hier die Erd gemacht hätte. Dann macht dieses Spezialwetter wieder. Was ich bis jetzt immer noch nicht auf hoher See erlebt habe. Ich schaue aber trotzdem nochmal auf diese anderen Seite hier drüben. Rüber kurz, aber an diese Stelle hier. Mal ein Käfer. Was ist jetzt hier die andere Seite dann von dem Ding? Ich habe da schon so eine Vorstellung, wie ich bauen würde dann. Das würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Das würde einiges an Arbeit zwar erfordern, aber ich glaube, ich werde das machen, Freunde. Bevor wir hier jetzt noch 300 Jahre und 20.000 Millionen Stunden rumsuchen, werde ich diese Herausforderung annehmen und werde an dieser Stelle jetzt sagen, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die Ecke gefunden, an der wir bauen möchten. Wenn es auch nicht der Teil ist mit dem i-Tüpfelchen, aber ich denke mal, wir werden jetzt nichts Besseres finden und so langsam wird es einfach Zeit und ja, es reicht. Wir haben Bugs erlebt, wir haben Tote gestanden, wir haben Abenteuer erlebt, die ganze Zeit jetzt und jetzt wird es Zeit, dass wir uns endlich wo niederlassen und uns ein kleines, süßes, schickes Zuhause schaffen. Es wird ein bisschen dauern, es wird uns ein bisschen Zeit kosten, es wird uns viele Nerven kosten. Aber ich denke mal, oh Gott, Brems. Ja, was Besseres werden wir nicht finden. Vielleicht doch, irgendwann. Aber bis dahin haben wir uns hier so schön eingerichtet, dass wir sagen, es war eine super tolle Idee und wir hätten es einfach nicht besser machen können. So. Aber, Freunde, all das und ja, wie ich dann mein Bauspiel so umsetzen werde oder
was uns dann auf dieser Insel hier noch alles für Abenteuer erwarten werden. Und wann wir das nächste Mal dann wieder auf hohe See fahren, ja, all das erfahrt ihr dann in den nächsten Folgen von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.